Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ja, Damascus, oder Damaskus, wie auch immer man das ausspricht. Ich muss mich ja wie gesagt immer an Final Fantasy Damascus erinnern. Und das ist die schöne Stadt. Oh. Ganz penibel hier. Komm her. Hauen wir erstmal drauf. Oh, jetzt haben die mein Pferd getötet. Jetzt töte ich, glaube ich, gerade mein Pferd. Okay, ich sehe nichts. Ich habe, glaube ich, mein eigenes Pferd getötet. Okay, Hauptsache, der jumpt erstmal drauf. Das Pferd müsste eigentlich halb tot sein. Aber gut. Das Pferd, das hat Bock. Eine wunderschöne Stadt. Kann man hier alles kaputt machen? Schade. Ich steige erstmal ab. Ich brauche kein Pferd. Bürger, die sie vor Soldaten retten, werden ihnen im Gegenzug ebenfalls helfen. Ach so. Ich habe doch nichts Falsches getan. Warum tut ihr das? Versucht es. Stirb, Ungläubiger. Euer Leben ist verwirkt. Ja, dann retten wir den mal. Oh. Wir retten den, indem wir den tothauen. Ist okay. Oh, schön. Von einem zum anderen. War das der letzte? Also. Ich hoffe es. Doch. Riskiere ich besser nichts und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Wer könnte das getan haben? Die Gelehrten helfen ihnen. Ach so, ja, das sind die Gelehrten, mit denen wir reinkommen. Hallo, Kollegen. Na? Okay, der läuft automatisch mit. Finde ich gut. Tut er normalerweise, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob der das jetzt nur tut, weil man das jetzt hier zum ersten Mal macht. Weil sonst würde man nämlich nicht da reinkommen, was ich bei meinem ersten Mal zocken damals schön gemerkt habe, dass man so nicht da reinkommt. Ich habe nämlich erstmal schön gegen jeden gekämpft. Vielen Dank. Da haben wir noch ein paar Wachen. Ich will auch erstmal an denen vorbei. Dankeschön. So, wir sind drin. Ach, da ist wieder ein Bürger, den man retten kann. Bah! Erstmal ins Gesicht. Hilfe, Hilfe! Habe ich die falsche Taste gedrückt, oder was? Drücke ich die falsche Taste, oder bin ich blöd? Egal, egal, jetzt läuft, es läuft, es läuft. Okay. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ich glaube, ich drücke immer die falsche Taste zum Kontern. Könnte ich hier wieder reingehen, will ich aber gar nicht. Würde nur so etwas Furchtbares tun. Denn ich möchte eigentlich zu dem Turm hier. Hier ist wieder so ein Aussichtsturm. Mögt ihr, was ihr seht? Und da ist eine Flagge. Ja, sauber. Ich
einen der 100 Sarazenenflaggen gesammelt. Wow, 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 ruhig, 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 Junge, du sollst da hochklettern. Nichts anderes bitte machen, sonst sterben wir hier alle. So, genau, geh mal da hoch. Noch höher. Na toll, jetzt stehe ich natürlich genau unter dem, ne? Hoch. Hoch. Jetzt hoch, dankeschön. Hoch. Okay, wir haben den. Ich weiß trotzdem noch nicht so genau, wo ich hin muss. Aber egal. Ah, jetzt. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. So, hier können wir auf jeden Fall eine Sache machen. Wo auch immer. Wow, wow, wow. Lass den armen Mann seinen Stand da, Junge. So, kletter mal hoch. Kann ich wieder Taschendiebstahl oder was auch immer das war machen. Habt ihr das gesehen? Hast du verstanden? Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen, viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Redseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut, dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Okay. Büro ist vorbei. Ja, ist doch gut. Ich verstehe nicht, was er damit erreichen will. Brief, der aussagt, dass Tamir eine große Lieferung plant. Okay. Nehme ich mal so an. Bevor wir jetzt zu dem Assassinen-Symbol gehen, will ich kurz nochmal hier hinten gucken. Weil hier ist auch noch etwas. Ach, da wird wieder einer vermöbelt. Leute. So nicht. Nicht während meiner Anwesenheit. Nee, 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 nee. So. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Nein, was ist passiert? Bürger gerettet. Wer hat das getan? Was seid ihr? Ich bin froh, dass ich euch endlich treffe, mein Freund. Die Partisanen helfen ihnen, indem sie ihre Verfolger ablocken. Ach, das sind die. Die rennen mir dann hinterher, ne? Ja, ja. Ja, mal wieder einen Turm. Und wie gesagt, wenn so Türme oder sowas in der Nähe sind, dann mache ich die auch gerne. Weil das Let's Play soll ja auch nicht direkt vorbei sein, ne? Ja gut, als ob ich jetzt die komplette Story innerhalb von ein paar Parts durchspielen würde oder so, aber... Wir wollen ja schon mal so ein bisschen hier gucken, was das Spiel zu bieten hat. Und das auf jeden Fall hier so Sachen wie Türme oder Leute retten oder sonst irgendwas... Wieder eine wunderbare Aussicht. Vielleicht entdecken wir ja was Neues hier durch. Ja. Sogar einiges. Zu nahe. Dann setze ich mich halt auf die Bank. Kamera. Ah, jetzt habe ich den Falschen anvisiert. Es muss etwas geschehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand anderes es bemerkt. Sagt es ihm. Es liegt in seinem Interesse, den Zug abzusichern. Er hat keine Zeit. Er ist mit seinem neuen Auftrag beschäftigt. Und die Wachen? Da war ich schon. Die krümmen keinen Finger, wenn er nicht den Befehl dazu gibt. Also was wollt ihr tun? Ich gehe zu Abul Nukut. Dem Händlerkönig? Der empfängt euch nicht. Das muss er nicht.
Ich habe ihm einen Brief geschrieben, der alles erklärt. So kann er es nachlesen und selbst entscheiden. Okay, den nächsten berauben. Ah ja, alles gut, Junge. Alles gut. Taschendiebstahl fehlgeschlagen. Nein! Ach komm, das war doch nicht... Ach komm schon. Das war doch aus Versehen. Aus Versehen ist meine Hand ausgerutscht. Mein Gott, das hat doch jeder gesehen, dass ich nicht dran schuld bin. Ganz ehrlich. Das hat doch jeder gesehen. Was ist das? Das heißt, muss ich die Kerle jetzt wieder belauschen, oder was? Ach komm. Okay, dann geht das wenigstens direkt los. Da war doch nur meine Hand ausgerutscht. Oh, Mann. Okay, diesmal hat's geklappt. Kante des Soak, die zeigt, dass die nordöstlichen Dächer leichten Zugang zum zentralen Hof ermöglichen. Ah. Okay, ich wollte gerade schon sagen, ich will den nicht mehr anvisieren. Hier wird anscheinend noch jemand zusammengeschlagen. Der da. Dann retten wir den mal. Nicht so. Muss auch schön blocken. Sonst gibt das nichts. So. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Gut, da haben wir wieder Partisanen. Aber brauche ich jetzt gerade nicht. Ich habe eigentlich hier noch so ein... Ah genau, da hinten so ein Vogelsymbol gesehen. Aber wir machen jetzt mal so ein paar Nebensächlichkeiten hier in Damaskus. Weil, wie gesagt, wir können es, ne? Sonst war der hier. Ich sehe das schon. So, klettern wir mal hoch. Jo. Ach so, da ist der Vogel. Habe ich nicht gesehen. Und wieder eine wunderbare Aussicht. Läuft. Aber wenn es keine Trophäen gibt, ist es schön, sowas zu haben. Da hinten können wir jemanden abhören. 3 von 9 Aussichtspunkten von Damaskus. Es gibt nur 3. Es gibt nur 9. Okay. Ach komm, die eine Sache machen wir jetzt noch. Oder die 2 Sachen. Och, nicht den. Den da. Redet er etwa nur, wenn ich nicht dabei bin, oder was? Gegen Süden zieht der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Salah al-Din reitet ihm entgegen, um diese barbarischen Taten zu rächen. Betet, dass Gott, gepriesen sei sein Name, mit uns sein werde, auf dass er uns den Sieg schenkt. Macht er überhaupt was? Soll ich das überhaupt machen? Ich soll mich auf eine Bank setzen. Ach so. Aha. Natürlich, auf eine Bank setzen. Aber das ist doch der, den ich belauschen soll, oder etwa nicht? Ach, Dreieck. Ich bin ein Vollidiot. Was ist es diesmal? Eine Warnung? Eine Hinrichtung? Nein, er hat Arbeit für uns. Was heißt, dass wir nicht bezahlt werden? Er hat die Wege der Händlerzunft verlassen. Er tut, was ihm gefällt. Er behandelt uns, als wären wir seine Sklaven. Und die Wache unternimmt nichts dagegen.
Genug, wir müssen gehen. Er wird erbost sein, wenn wir uns verspäten und wird es uns spüren lassen. Eines Tages ist vielleicht jemand Manns genug, sich gegen ihn zu erheben. Vielleicht. Aber bis zu diesem Tage sollten wir tun, was er verlangt. Ja, ihr wisst, ich habe das Spiel noch nicht so ganz drauf. So, hier wird noch einer verprügelt. Den helfen wir jetzt noch. Bam! Ins Gesicht! Aua. Meine Fresse, ey, drück doch die Taste. God damn it. Schön an die Wand. Du auch. Gott. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Was ist denn hier passiert? So. Es sieht so aus, als ob wir alles hätten. Wir könnten jetzt zum Symbol gehen. Und das machen wir am nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir haben jetzt mal so ein bisschen Damaskus erforscht, erkundet. Waren jetzt nicht so die Hauptstory, die technischen Sachen, aber muss auch mal sein. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr sehr gerne im nächsten Part wieder einschalten. Dann versuchen wir zumindest mal zu dem Assassinen-Symbol zu gelangen. Und ich sage bis dahin, tschüss.